Christoph Kattan ist Präsident des Organisationskomitees. Herr Kattan, was kann man sich denn vom heurigen Hypo-Meeting in Götzis erwarten? Ja, wir sind nun mal grundsätzlich froh, dass das Wetter sehr gut ausschaut. Wir haben an und für sich ideale Voraussetzungen für einen Mehrkampf in Götzis. Es ist nicht zu heiß, es ist angenehm. Wir haben ein Top-Starterfeld sowohl im Siebenkampf als auch im Zehnkampf. Es passt an und für sich alles und wir freuen uns auf die kommenden Tage. Die Athleten betonen immer wieder die einzigartige Atmosphäre. Was macht für Sie das Hypo-Meeting in Götzis aus? Es ist sicher die einzigartige Atmosphäre. Es beginnt bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Es sind über 400 im Einsatz. An alle einen herzlichen Dank. Ohne euch ging das Ganze nicht. Dann die technischen Voraussetzungen sind natürlich ausgezeichnet. Wir haben von der Videowand angefangen, die für die Athleten auch sehr wichtig ist, bis hin zu der Zeitnehmung Omega und auch die Unterstützung durch die Medien sehr, sehr wichtig. Und dann das Publikum. Es sind wirklich tolle Fans immer im Stadion, die sich auch sehr gut auskennen. Welche Top-Athleten werden dieses Jahr dabei sein? Wir haben gerade die Pressekonferenz erlebt. Das sind natürlich, ich sage jetzt nicht bei den Vorderen mit dabei, aber der Dominik Distelberger freut uns, dass er hier starten wird. Mit Trey Hardy haben wir einen absoluten Favorit auf das Podium und Brian Tice-Neaton versucht natürlich ihren Sieg vom letzten Jahr zu verteidigen, aber da sind nur einige, die das angreifen werden. Ja. Sie haben es erwähnt, die Wetterprognosen sagen keinen Regen voraus, ideale Voraussetzungen, auch nicht zu heiß. Darf man sich auf neue Rekorde in Götzis einstellen? Es wird sicher in gewissen Disziplinen persönliche Bestleistungen geben, das hoffen wir. Aber wir wünschen vom Organisationskomitee unseren Athleten immer, dass sie verletzungsfrei durch den Wettkampf kommen. Das ist das Hauptinteresse und dann ergeben sich die guten Leistungen von selbst. Wie viele Besucher werden jetzt erwartet in diesem Jahr? Wir schwanken da immer in einer Bandbreite zwischen 12.000 und 15.000. Ich hoffe, dass wir auch diese Marke knacken können.